Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisic Befix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 3. Thema: Unterschiedliche Dimensionen verstehen. Mephisic Befix. Um gleich die oft von euch falsch verwendete und verwirrende Formulierung für andere Lebensformen aufzuklären. Eine andere Dimension ist ein anderer Bezugspunkt zum Betrachten und Beobachten, der mit den Kriterien und Maßstäben niedrigerer Dimensionen nicht wahrnehmbar ist. Die Schwingungsstärke in einer bestimmten Dimension entscheidet über die Gehirnfunktionen und inwieweit die Gehirnkapazität genutzt werden kann. Daraus ergeben sich in jeder Dimension sowohl in der Genomsequenz als auch in der DNA von Leuten und Gesellschaften Veränderungen. Tatsächlich befindet sich eine andere Dimension auf einem ganz anderen Quantenenergielevel. Es herrscht kein Austausch zwischen verschiedenen Dimensionen, da deren sogenannte Materie sich nicht untereinander berührt. Beispiel: Es ist so, als ob du deinen Schatten mit deiner Hand berühren willst. Du weißt zwar, dass der Schatten existiert, er ist real. Jedoch ist er abhängig von dem Vorhandensein einer Lichtquelle und somit ist er im Grunde nur die Abwesenheit von Energie. Ein Wesen einer anderen Dimension wird niemals mit deinen Augen, das heißt denen der dritten Dimension, gesehen werden können, selbst wenn es sich dir gerne zeigen würde. Wenn ich davon spreche, dass ihr Dimension mit den Schwingungsstufen verwechselt, heißt das, dass ihr noch nicht realisiert habt, dass es keine physische Möglichkeit für einen Austausch von Materie zwischen verschiedenen Dimensionen gibt. Ihr Menschen befindet euch aktuell auf Schwingungsstufen 0 von 10, der dritten Dimension. Auch die Krullianer, eine sehr weit entwickelte Rasse, welche die Stufe 8 erreicht hat, können andere Wesen der vierten Dimension nicht sehen, da dies schlicht und ergreifend unmöglich ist. Ihr könnt die Krullianer und etliche andere außerirdische Rassen sehen, sofern ihr eure Gehirnkapazität nutzt, da sie sich alle in derselben Dimension befinden. So wie viele andere überlegene außerirdische Rassen, können die Krullianer allerdings die körperliche Präsenz anderer Wesen mit geringerer Gehirntätigkeit spüren und sie mit ihren Fähigkeiten daran hindern, sie überhaupt zu sehen. Auch ich selbst, befindlich auf Entwicklungsstufe 5, kann dies. Ich könnte stundenlang die vielen Unterschiede der 10 Stufen der Gehirnnutzung in der dritten Dimension erläutern und ihr würdet euch bei der Vorstellung von Kontakten mit diversen anderen Dimensionen regelrecht überschlagen. Vergesst nicht, dass sich das gesamte sichtbare Universum in der dritten Dimension befindet. Die vierte Dimension lebt auf einem komplett anderen Energielevel, jenseits der dritten Dimension. Nur euer Geist, oder wie wir es in unserer Kultur nennen, unser Licht, geht in ein Zwischenstadium, welches zur vierten Dimension gehört, während ihr auf die Rückkehr zu eurer Schule der dritten Dimension wartet. Die Erde hingegen wird niemals in der vierten Dimension sein, auch nicht wenn ihr alle sterben solltet, höchstens ihr selbst könnt es sein. Bei jeder wohlmeinenden Person, die über einen Austausch mit anderen Dimensionen spricht, kannst du dir sicher sein, dass sie die Bedeutung des Wortes Dimension mit unterschiedlichen Schwingungsstufen, das heißt Nutzung der Gehirnkapazität in der dritten Dimension, verwechselt hat. Es ist gut möglich, dass diese Vorstellung durch die gesellschaftliche Konditionierung eurer Eliten in das kollektive Bewusstsein übergegangen ist. Viele von euch, etwa 20-30%, werden nun Schwingungsstufe 1 erreichen.
Eure Gehirne werden dann eine höhere Nutzung der Gehirnkapazität besitzen und eure DNA wird in kommenden Generationen bei euren heranwachsenden Kindern komplett neu geschrieben werden. Ich bin mir sicher, dass bei denen dann auch nicht mehr von einer anderen Dimension gesprochen wird. Sobald ihr anfangen werdet, außerirdische Rassen von unterschiedlicher Gehirnkapazität kennenzulernen, werdet ihr das Konzept der dritten Dimension unseres Universums, in dem wir alle leben, besser nachvollziehen können. Um es nochmal klarzustellen, es ist weder meine Angewohnheit, Dinge zu poetisieren, noch irgendwelche kulturelle oder religiöse Anspielungen zu machen, denn ich bin sehr wissenschaftlich. Aber die Fakten sind nun mal Fakten. In unserer Kultur sagt man auch, für einen guten Zuhörer reicht ein halbes Wort aus, das heißt, wir versuchen, weniger zu reden, um mehr zu verstehen. Ich möchte so deutlich wie möglich sein, damit jeder von euch das verstehen kann. Ende der Botschaft.